Hi, ich bin Pascal, ich bin 22 Jahre alt, studiere Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg, jetzt im 6. Semester und erzähle euch heute die Geschichte, wie ich dazu kam, einen Rocky Life Standort zu gründen und jetzt knapp 2 Jahre zu leiten. Nach dem Abi habe ich ein Jahr praktisch im Altersheim gearbeitet und hatte dann irgendwie richtig Bock, wieder was zu lernen, weil das davor halt eintönige Arbeit war. Und dann habe ich mich umgeguckt, was man so machen kann neben Studium und habe mir die ganzen anderen Hochschulinitiativen angeguckt. Und die haben mich alle nicht ganz vom Hocker gehauen. Und ein Freund von mir meinte dann, ja, ey, ich habe BMW-Aktien und demnächst ist Hauptversammlung in München, da fahren wir jetzt hin und wir fressen uns richtig voll, da gibt's geiles Essen, schöne Autos, schöne Frauen. Ja, Wochen später in die Broschüre reingeguckt und dann hat es sofort Klick gemacht, als ich Rock Live gesehen habe, dachte mir so, hey, das will ich machen. Nächstes Wochenende, wenn du Bock hast, in Frankfurt das Gründungsworkshop. Wir erzählen dir alles, was du wissen müsstest, um Standort zu gründen. Und wenn du Bock hast, kommst du vorbei. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgedacht und bin tatsächlich nach Frankfurt gefahren. Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Wir haben 29 aktive Mentoring-Beziehungen und einen ziemlich coolen Verein. Ich persönlich finde, dass Rocky Life richtig viel zurückgibt. Man lernt Sachen, die man sonst definitiv nicht oder erst viel später lernen würde, jetzt gerade im Studium. Wie organisiert man Sachen? Wie stellt man was auf die Beine? Kaum einer von unseren Studis hat vorher mal mit dem Haupt- oder Mittelschüler Kontakt gehabt. Höchstens über einen Bekanntenkreis, aber dann auch nicht so intensiv. Und für die Schüler gilt dasselbe. Und dann kommen auch noch Lehrer mit ins Boot, dann kommen noch die Hochschulprofessoren. Man wächst sehr stark miteinander und aneinander. Und das ist ein Riesending. Ich kann jedem ans Herz legen, sich bei Rocky Life zu engagieren. Und ich kann euch auch sagen, dass es definitiv eine schaffbare Herausforderung ist, einen eigenen Standort zu gründen. Klar, es kostet Zeit, es kostet Energie. Aber wir sind alle noch jung, wir haben alle Zeit, das kann sich keiner vormachen, dann wird halt irgendwie ein bisschen weniger Fernsehen geguckt oder so, aber Zeit ist da, Energie ist da, macht's, das bringt euch mega viel, ihr werdet es nicht bereuen.